Ich bin heute im Zimmer 335 im Star Inn Hotel Komfort in Regensburg in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und ich brauchte ein Hotel, was sehr, sehr nah am Bahnhof ist, weil ich schnell wieder weg muss. Das ist mein Zimmer. Ein geräumiges Zimmer ist es nicht gerade, aber es reicht. Das sind hier die Kleiderbügel zum Abnehmen. Hier bin ich. Ich grüße euch. Hallo. Es ist ein Schuhlöffel da. Es ist eine extra Bettdecke da. Der obligatorische TFT-Fernseher, diesmal von LG. Hier ein Tresor, Schrank, alles da. Prima, einwandfrei. Neben dem Bett eine Steckdose. Hier ein Doppelbett. Ich brauche allerdings nur eins alleine. Hier sind auch nochmal Steckdosen am Tisch. Was wichtig ist, eine Minibar hier unten. Der Blick ist das, was wir erwarten, nämlich auf den Bahnhof. Aber es sind schallgeschützte Fenster, also man kann hier durchaus leben. Wenn man es aufmacht, ist es laut. Hier sind die Schalter, Licht, Bad, Heizung und so weiter. Hier ist das Badezimmerchen. Das Badezimmerchen ist recht klein, aber ja, ist alles drin. Es ist ein Föhn dabei, es ist Shampoo dabei, Toilette und hier die Tücher. Ein extra Fenster fürs Bad, nicht schlecht. Hier bin ich nochmal, hallo. Und hier ist die Dusche, auch ein bisschen klein alles. Mal gucken, geht das nach außen auf. Ja. Also Dusche geht nach außen auf. Kann man duschen und Shampoo, alles da. WLAN ist auch vorhanden. Also für mich eine Nacht ideal und ich muss morgen gleich wieder früh weiter. Also viel werde ich nicht schlafen hier und preisgünstig, sauber. Also so wie es sein soll. Das ist das Star Inn Hotel in Regensburg, direkt am Bahnhof.